So, heute kommt einmal ein ganz besonderes Video, denn heute ist dabei der. Tyler. Richtig, der Engel Tyler ist heute zu Besuch. Und jetzt kommt dann gleich noch der andere, der ist noch beschäftigt. Wir stehen hier vor unserem Gustl. Und was machen wir jetzt, Tyler? Wir fahren zu der Schokoladenfabrik. Und wohin noch? Zur Käsefabrik. Also, und die sind in? Schweiz. In der Schweiz. Und wie fährt man in die Schweiz mit unserem Wohnmobil? Nein. Oh nein! Und warum nicht? Weil Gustl krank ist. Ja, nein, so ist es nicht. Opa. Ja. Ja, das ist. Wir haben die wer bist Dinge du? vergessen. Wer bist du? Lennox. Ist der Lennox? Ja, das ist der zweite. Wo fahren wir hin, Lennox? Zur Schokoladen- und Käsefabrik. Richtig. Und weil wir ganz nah an der Schweiz wohnen, fahren wir nicht mit dem Gustl, denn da müssen wir sonst die Schwerlastabgabe zahlen, sondern da fahren wir mit unserem BKW. Aber wir wollen es euch trotzdem zeigen. Und jetzt ist die Ursi auch da, das heißt, wir können starten. Ja, Haustür ist abgeschlossen, es kann losgehen. Also, auf geht's. Ah, DHL kommt noch, den brauchen wir noch. Kommt das neue Mikrofon, ihr werdet es genießen. Aus dem Parkhaus raus. Und wo sind wir? In welcher Stadt? Wie heißt die Stadt? Konstanz. In Konstanz. Und wenn wir jetzt dann fertig sind, wir müssen noch was erledigen. Und dann, wenn wir fertig sind, fahren wir weiter in die Schokoladenfabrik. In die Schokoladenfabrik. Also. Die sich in der Schweiz. Die und dann auch in die Käsefabrik. Alles klar? Alles klar. So, also jetzt sind wir im Parkhaus, jetzt holen wir das Auto und dann hauen wir ab. Mhm. Die Sportler, die laufen und? Die fahren in Säcke, die fahren auch zu. Genau. Den faulen Säcke. Die Sportler laufen. Ja, die Sportler laufen. Opa, hier ist viel besser. Jetzt in die so, jetzt sind wir angekommen und wir in der sind Schweiz. Die faulen Säcke. Ja, und jetzt gehen wir zu Fuß. Obwohl wir faule Säcke sind. Obwohl wir faule Säcke. Nein, jetzt gehen wir erst zur Käsefabrik. Schau mal, da ist ein großer Käse. Hey, können wir da rein, Opa? Ja. They are put out to pasture in an idyllic alpine countryside on the open summer night and graze in the fresh air on rich mellow grass. The cuddly husbandry, the cowsheds, and the milk are regularly checked in order. Naja. Ein Schlüssel, ein Tütchen und ein bisschen Käse gibt es für 25 Franken. Ich bin halt in der Schweiz. Das letzte Mal, wie ich da war, war die Toilette kostpflichtig 1 Euro oder 1 Franken, aber der Eintritt frei. Heute kostet der Eintritt für 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder 25 Franken. Dafür kriegt man bei Käseprobe mit. Und ja, okay. Man hat es etwas ansehnlicher gemacht. Und die Toilette ist frei. Nutze ich jetzt auch.
Aha, okay. Und, wie schmeckt dir der Käse, Lennox? Lecker. Vor allem. Das muss man mit Stäbchen essen oder so. Das ist dir gerade so. Ja, du, das musst du aufpassen, dass er nicht auf den Boden fällt. Was denn? Stäbchen. Nimm mal. Ja, geschenkt. Den Mild würzig nehme ich. So, jetzt ess mal und sag mal, wie schmeckt. Und? Der schmeckt gut. Also, den Jungs schmeckt schon mal der Schweizer Käse. Und der Almöhi ist auch da. Gut. Nicht alle. Eigentlich nicht, nein. Bitte. Also Spaß für Groß und Klein. Gell, Rosi? Krieg ich jetzt endlich deins? Nein. Oh nein. Hier ist meinen selbst. Kräutersäckchen gemacht. Ja, und das duftet ganz lecker. Und darf ich schon Kräuter rein? Ja, dann mach mal rein. Das soll man anscheinend mischen. Und das riecht dann lecker gut. So geht es auch nicht mehr. Muss ich mir auch ein Kräutersäckchen machen? Wenn du willst, gerne. Will ich? Nein. Oh, ich hätte da einlad viel rausgeholt. Ja, da kommt schon viel raus hier. Schliebstöcke. Das kann ich also wieder zermalen. Da muss man nicht raus. Ich hab schon in deinen Beutel geguckt. Und mit meinem Beutel. Und die Beutel könnt ihr dann zu Hause in euer Zimmer nehmen, dann habt ihr immer einen guten, angenehmen Geruch. Ja. Lenno, es klappt's? Ja. Der wird abgebürstet. Ah, ach, da holen. Abgebürstet und umgedreht, ja. Schau, die holen den Käse aus dem Regal. Alles klar, da ist kein Menschenaufsicht. Ja, geht alles automatisch. Siehst du, da hinten wird er gebürstet. Mhm. Ja, ich seh's. Und die sind fertig. Die werden jetzt auch gebürstet, schau. Ja, und dann kommen sie wieder rein. Nee. Ja, die werden umgedreht und dann siehst du, jetzt fahren sie wieder rein. Ich dachte, das wäre ein anderer. Ja, jetzt pass auf, jetzt dreht sich der Käse um.
weiter um. Siehst du? Jetzt wird es gebürstet. Ach so, von der Seite. Ja. Und weg. Jetzt holt er wieder welchen raus. Nee, immer und der so andere weiter. Fährt weiter. Jetzt pass auf, jetzt kommt der. Siehst du? Den wir gebürstet haben. Immer so weiter. Ins Regal. Ja. Und so machen die das durch, bis das ganze Regal fertig ist. Und dann fangen sie wieder von vorne an. Mein Kräutersäckchen ist voll. Es duftet herrlich. Jetzt gehen wir noch Käse kaufen. So, dann haben wir alles, oder möchtest du noch was? Nein, haben wir alles. Alles, okay. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt bei der Schokoladenfabrik. Schau mal, wir haben und da machen wir jetzt unsere nächste Mission. Unser Gebiet heißt, also von da fahren 37 Meter bis zum Glück. Nochmal. 37 Meter bis zum Glück. Gut. Geschmeckt. Halten. So, das Land ist es. Und kannst du nochmal nehmen. Ja, kannst du nochmal nehmen. Die Dunkle schmeckt sehr gut, gell? Ich habe noch gar nicht probiert. Moment. Was ist hier? Lecker. Köstlich. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker.
mach mal, komm. Bisschen nehmen wir die anderen mit. Runter? Ja. Eingedeckt. Gut, dann gehen wir. Ja. Rosi, welche Schokolade hat dir am besten geschmeckt? Schwierig zu sagen. Also mir der in der Fabrik. Weißt du warum? Weil der umsonst war. Und wir haben uns ja ein bisschen eingedeckt und nun für unsere Kinder auch noch was mitgenommen, ja. Oder? Also die freuen sich zu, bestimmt auch. Zu den Preisen ist noch zu sagen, die Schokoladenfabrik Mastrani kostet 34 Franken für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder. Der Eintrittspreis beim Abendzeller Schaukäserei waren 25 Franken mit einem kleinen Kräutersäckchen. Für bis zu vier Kinder mit zwei Erwachsenen. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, die Schaukäserei steht in Stein. In Stein bei St. Gallen. Und Mastrani steht in Flawidl, ebenfalls bei St. Gallen. So. Hi. Und wir fahren jetzt zurück. Wie hat es dir gefallen? Toll. Hat es dir geschmeckt? Ja. Welche Schokolade hat dir am besten geschmeckt? Diamanten. Ich habe es auch nicht verstanden. Man muss nicht alles verstehen. So, wie war's? Okay. Schön war's. Bisschen hektisch, oder? Nein, warum? Lenny, wie hat's dir gefallen? Richtig gut. Und wir sind jetzt wieder auf dem Weg. Und Opa ist verschmutzt. Ja, Opa und war in der Schokoladenfabrik. Und was hat denn der Opa gegessen? Schokolade. Das hört man eh nicht vor lauter Wind. Opa ist ein Schweinchen und ich habe mich nicht dreckig gemacht.